willkommen bei der Segelregatta von Neustadt. Und wieder entscheidet es sich, wer der würdige Nachfolger meines Urgroßvaters Christoph Kolumbus wird und die diesjährigen goldenen Anker gewinnt. Also, zuerst geht es flussabwärts bis zur Wellenbucht, dann in einem großen Bogen um die Insel Buddelsand herum. Der schwierigere Teil ist der Rückweg vorbei an der Fischerinsel und dann flussaufwärts, das bedeutet gegen die Strömung. Da zeigt sich der wahre Meistersegler. Deshalb ist ein Motor absolut verboten. Wer mit einem Motor erwischt wird, scheidet sofort aus der Regatta aus. Was sehen meine scharfen Rabenaugen da? Schiebung, Betrug, Schwindler! Die haben doch Motoren. Sieht das niemand? Sieht das denn keiner? Auf die Plätze! Fertig! Los! Ich sag kein Wort mehr. Ich muss sagen, Sie sind ja ein Künstler. Ich finde, Kinder und tollpatschige Elefanten sollten mal lieber im Sandkasten spielen. Hör bloß nicht auf die beiden, Benjamin. Was machst du denn schon wieder hier, Hen? Schon wieder hier, Hen? Hey, das ist mein Platz. Mein Platz. Es ist kaum zu glauben, was heutzutage alles durch die Luft fliegt. Hey, Vorsicht, passen Sie auf! Passen Sie doch selbst auf! Der Fluss wird breiter! Jetzt kommt, volle Segel setzen! Muss ich denn alles selber erledigen? Großsegel hoch, Otto! Ei, Großsegel hoch, Captain Benjamin! Tada! Sein Steuermann Otto liegen in Führung. Sie konnten Baron von Zwiebelschreck und Captain Rotbart hinter sich lassen. Aber noch ist das Rennen nicht gewonnen. Das Schwerste steht den Seglern noch bevor. Die berüchtigte Strömung an der Fischerinsel. Otto, ich glaube, wir gewinnen. Tada! Wenn wir diesen Preis kriegen, hat der Zoo wieder genügend Geld, um Futter für die Tiere zu kaufen. Das habe ich doch gesagt! Backbord, Sie Süßwassermatrose! Das war ja ungeheuer knapp! Alles Ihre Schuld, Baron! Ah!